Herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Demokratinnen und Demokraten hier im Haus, wir brauchen eine Politik, die Menschen nicht gegeneinander ausspielt. Wir brauchen eine Politik, die dafür sorgt, dass jeder Mensch in diesem Land in Würde leben kann. Das sind im Grunde so banale Sätze, dass man sich wundert oder sich die Frage stellt, warum man die artikulieren muss. Aber ich habe den Eindruck, dass in diesen Wochen, nach den Erfahrungen der letzten Wochen, das einfach nötig ist, das hier nochmal zum Ausdruck zu bringen. Da haben sich Mitglieder dieser Bundesregierung in völlig verantwortungsloser Weise über Menschen auf der Flucht geäußert. Es ist mittlerweile so, dass sich sogar diejenigen rechtfertigen müssen, dass diejenigen kriminalisiert werden, die versuchen, auf dem Mittelmeer Menschenleben zu retten. Das ist völlig grotesk. Das ist völlig, halten Sie am besten den Mund, sonst flippe ich gleich aus. Und das ist nicht nur grotesk, das ist nicht nur grotesk, das ist auch bedrohlich. Und zwar nicht nur bedrohlich für diejenigen Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, und zwar tagtäglich in diesem Moment, ja, in dem wir hier miteinander reden, ertrinken Menschen im Mittelmeer, sondern das ist bedrohlich für diese gesamte Gesellschaft und für alle Menschen, die in diesem Land, in unserem Europa leben, ist das bedrohlich, und wir müssen dem endlich etwas entgegensetzen. Hannah Arendt, die große politische Philosophin, Lebensretterin, Exilantin, Geflüchtete, hat es in etwa so formuliert, worum es geht aus meiner Sicht. Die Missachtung der Grundrechte betrifft in einer ersten Phase stets nur Flüchtlinge und andere Minderheiten, bevor sie sich in einer zweiten Phase generalisieren kann. Und das sollte uns zu denken geben. Und ich frage Sie, liebe Bundesregierung, die Leidenschaft, die Sie dafür aufgebracht haben, sich gegenseitig fertig zu machen, ja, in den letzten Wochen. Sie haben dazu nichts gesagt, SPD, deswegen sind Sie nicht angesprochen, aber es ist auch traurig, ja. Aber die Art und Weise, wie Sie einander angegangen haben, das ist nicht vorbildlich für diese Republik und das ist nicht gut für diese Demokratie in diesem Land. Und ich hätte mich so gefreut, wenn Sie die Leidenschaft, und das können Sie immer noch tun, ja, wenn Sie die Leidenschaft, die Sie in diesen Streit hineingelegt haben, darauf verwendet hätten, die wichtige Frage zu stellen, die wir seit Monaten, seit Jahren eigentlich zu diskutieren haben, wie wir diese gespaltene Gesellschaft wieder versöhnen können, wie wir dazu kommen können, dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft seinen Platz findet, wie wir eine inklusive Gesellschaft hinbekommen. Und ich meine, dass die Antwort darauf nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Es geht darum, diejenigen zu stärken, die am Rande stehen. Es geht darum, denjenigen eine Stimme zu geben, die normalerweise nicht gehört werden. Es geht um Empathie statt Angst. Ich finde, das sollten wir doch aufbringen in diesem Hohen Haus, gerade die Leute, die im Ausschuss für Arbeit und Soziales sitzen. Und wir drängen die Spaltung zurück, indem wir den Leuten das Gefühl geben, dass dieser Staat für sie da ist, wenn sie ihn brauchen, dass dieser Staat sie nicht gängelt in diesen Situationen. Und das ist ein Gefühl, das viel zu häufig auftaucht. Ich bin gebeten worden, diese Rede zu halten, und ich sage mal, das ist gar nicht so einfach. Also man hält ja lieber fröhliche Reden und redet irgendwie nach vorne, aber es geht hier wirklich darum, Leerstellen zu benennen und zu sagen, dass wir die großen Aufgaben nicht im Blick haben, dass wir uns im Kleinen verfangen, anstatt sozusagen an den wesentlichen Fragen zu arbeiten. Und dieser Haushalt, man kann sich bemühen, ja, irgendwie Stellen zu finden, an denen man sehen kann, dass diese Regierung an der inklusiven Gesellschaft arbeitet. Und ich muss Ihnen sagen, ich sehe diese Stellen nicht. Ich sehe die strukturellen Veränderungen nicht, die es bräuchte. Und bestimmte Personengruppen geraten halt völlig aus dem Fokus. Und eine Personengruppe, die mir besonders am Herzen liegt, das sind Menschen mit Behinderungen. Und dieser Personengruppe ist dem Minister ein Wort. Ja. Sie haben einmal den Begriff Behinderung verwendet in Ihrer Rede, und das ist schlicht und ergreifend schockierend, ja, weil so viel zu tun wäre. Sie haben mal gesagt, nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz, beim Bundesteilhabegesetz. Sie wissen das im Bereich der Barrierefreiheit. Ja, Sie wissen, dass im Bereich der Arbeit, dass Menschen mit Behinderungen so überdurchschnittlich von Arbeitslosigkeit betroffen sind, und sie tun schlicht und ergreifend nichts. Die Würde aller Menschen
in diesem Land ist unantastbar. Und das sollten Sie sich mal hinter die Ohren schreiben. Und wir haben viel zu tun. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Michael Gross.